Halbinsel Osa ist eine der unberührtesten und authentischsten Regionen Costa Ricas. Sie zeichnet sich durch die außerordentliche Vielfalt ihrer Fauna, ihrem weitgehend intakten Primärwald und vielen einsamen Stränden aus, die zusammen einzigartige Landschaftsformen bilden. Der beste Zugangsweg zu diesem versteckten Schatz führt über den Sierpe-Fluss, der einer der größten und schönsten Mangrovenwälder Lateinamerikas beherbergt. Der Corcovado-Nationalpark erstreckt sich über einen großen Teil der Halbinsel. Seine unzähligen Kulissen und Naturschauspiele begleiten Sie auf einer intensiven Reise. Zwischen riesigen Bäumen und der üppigen Flora können Sie mit etwas Glück alle Affenarten des Landes sowie weitere vom Aussterben bedrohte Tiere beobachten. Darunter Jaguare, Tapire und rote Ara-Papageien. Die National Geographic stuft den Corcovado-Nationalpark als den biologisch bedeutendsten Ort der Erde ein. Vor der Halbinsel präsentiert sich die Isla del Caño mit ihrer bunten Unterwasserwelt. Die geschützten Gewässer sind Heimat verschiedener Delfinarten und Aufzuchtsort der Buckelwale. Präkolumbianische Ethnien wohnten in dieser Gegend und hinterließen unter anderem mysteriöse Steinsphären. Die Region bietet viele Ausflugsmöglichkeiten. Erobern Sie doch den beeindruckenden Regenwald zu Fuß bei einer geführten Wanderung. Oder genießen Sie die Schönheit der Natur bei einer geruhsamen Bootsfahrt auf dem Rio Claro. Die Unterkunftsmöglichkeiten sind vielfältig und passen sich jedem Geschmack und Budget an. Schon allein die Anfahrt ist ein lohnenswertes Abenteuer. Halbinsel Osa, Costa Ricas letzte spektakuläre Wildnis. Costa Rica, pura vida.